Kobold in Eselsgestalt. Ein Märchen aus Irland. Der gute alte Patrick Henry pflegte einen Großteil des Jahres Geschäfte halber in Dublin zuzubringen. Und da er seine Familie gewöhnlich mitnahm, so blieben nur seine Knechte und Mägde zurück, um das Haus zu bewachen. In diesem Haus schien es aber nicht recht geheuer zu sein, denn jede Nacht klopfte es an die Küchentüre. Und dann wurden die Teller und Schüsseln so durcheinander geworfen, dass man meinte, es bliebe nichts mehr ganz. Da die Dienerschaft aber allesamt abergläubischer war, als der Bischof von Calais nach dubiosen regelmäßigen Besuchen dreier Hexen und eines vermeintlichen Hexers, welche ihm den Wein wegsoffen, wagte es keiner des Nachtens in der Küche nachzusehen, denn sie fürchteten, es können Brownies, ein Gespenst, einer vom stillen Volke oder was sich sonst noch in finsterer Nacht in Irland so tummelt sein. Nun hatten sich die Dienstboten eines Abends vor dem Schlafengehen in der Küche allerlei Geistergeschichten erzählt, wobei ein Knecht in einer Ecke so tief eingeschlafen war, dass er die anderen nicht weggehen hörte. Plötzlich wurde er nun durch einen lauten Schlag an die Türe geweckt, und als er sich aufrichtete, sah er einen großen Esel vor sich, der ganz munter seine Stimme erschallen ließ. Der Knecht war so erschrocken, dass er kein Wort sprechen konnte, und er glaubte, der Esel würde ihn jeden Augenblick verschlingen. Was Esel halt so tun. Vielleicht auch nur irische, man weiß es nicht. Doch der langohrige Fremde bekümmerte sich nicht weiter um ihn, denn er hatte dem Anschein nach viel wichtigere Geschäfte zu besorgen. Zuerst blies er das Feuer wieder an, und dann stellte er mit seinen Vorderfüßen einen Kessel voll Wasser darauf. Und währenddem dasselbe warm ward, stellte er alle Teller und Schüsseln auf den Küchentisch zusammen. Auch sah er sich etwas aufmerksamer in der Küche um und beschnüffelte den ängstlichen Knecht von allen Seiten, ohne jedoch ihm das geringste Leid zuzufügen. Als das Wasser anfing zu kochen, jaate er vor Freude so laut, dass die Fensterscheiben am ganzen Haus klirrten, und dann wusch er alle Tisch- und Küchengeräte so sauber, wie es die beste Magd im vornehmsten Gasthofe zu Dublin nicht schöner fertiggebracht hätte. Danach stellte er alles wieder an die geeigneten Plätze, machte das Feuer aus und ging seiner Wege. Jetzt atmete der Knecht wieder frei auf und schlich sich in sein altes Schlafgemach. Am nächsten Morgen erzählte er sein Erlebnis und die Dienstboten hatten nun den ganzen Tag Stoff zur Unterhaltung. »Köstlich!« sagte eine Magd. »Wenn der Esel das Geschirr abwäscht, so brauchen wir es ja nicht mehr zu tun und können also eine halbe Stunde eher schlafen gehen.« »Das ist wohl das Gescheiteste, was du je in deinem Leben gesprochen hast,« erwiderte eine andere. Und dass sie seit dieser Zeit dem Esel alle Küchenarbeiten überließen, verstand sich von selbst. »Um Himmels Willen, wer würde das nicht machen? Oder sich wünschen?« Also, vielleicht würde man nicht auf den Gedanken kommen, sich einen geschirrabwaschenden Esel zu wünschen. Aber wenn man wüsste, es gäbe einen, dann würde man dieses gewiss tun. Sie hörten sogar auf, den Boden zu scheuern, stellten dafür allerdings einen Schrubber und einen Eimer bereit, denn wenn der Esel schon des Nachtens rödelt, so sollte es sich ja auch für ihn lohnen. Am Morgen war die Küche jedes Mal so reingescheuert und alle Schüsseln und Teller waren so blank, dass ein König daraus hätte essen können. Den faulen Mägden gefiel dies natürlich über alle Maßen, und sie hätten gerne noch mehr solcher Esel im Hause gesehen, welche die anderen Arbeiten verrichtet hätten. Nun war unter den Knechten allerdings einer, der hatte Courage und blieb eines Abends in der Küche sitzen und wartete auf den Esel. Als derselbe gekommen war und eben seine gewohnte Arbeit beginnen wollte, schaute ihn der Knecht fasziniert an und frug, ohne zu helfen, sich dafür allerdings von dem Esel einen Tee servierend lassend, »Dürfte ich vielleicht wissen, wer du eigentlich bist und weshalb du deine Nachtruhe den Mägden opferst?« »Das will ich dir sagen«, erwiderte der Esel.
Ich war früher ein Knecht in diesem Hause, wie du. Allerdings war ich der Allerfaulste, den die Sonne jemals beschien. Als ich gestorben war, wurde mir die Strafe auferlegt, jede Nacht dieses Haus zu besuchen und alles, was in der Küche ist, zu reinigen. Das ist ja mal eine Geschichte. Ein alter, verfluchter Kollege also. Was ein Schicksal. Und was für ein Glück für die Mädels. Ich meine, was ein tragisches Schicksal. Können wir vielleicht irgendetwas für dich tun? Oh ja, wenn ihr wollt. Es ist manchmal sehr empfindlich kalt und wenn ihr mir einen warmen Rock machen ließet, so würde ich euch sehr, sehr dankbar sein. Einen Rock? Den sollst du mit größtem Vergnügen haben. Nach einigen Tagen wurde dem Esel ein wunderschöner, warm gefütterter Rock mit 4 Ärmeln für die Beine geschenkt und als er ihn angezogen hatte, sprach er: Der passt mir wie angemessen. Und ich bin euch wirklich sehr verbunden. Ich empfehle mich. Darauf ging er fort. Und eine der Mägde rief ihm nach: Moment, du gehst heute viel zu früh fort. Du hast ja deine Arbeiten noch gar nicht getan. Wir haben extra einen neuen Besen für dich gekauft. Jetzt ist wieder an euch die Reihe, erwiderte er. Meine Strafe sollte nur so lange dauern, bis mich jemand für meine Dienste bezahlte. Der Rock hier ist ein vortrefflicher Lohn. Ihr seht mich jetzt nie mehr. Und so war es auch. Solltet ihr jedoch einen Esel in einem warm gefütterten Gehrock sehen, der euer Geschirr abwaschen möchte oder durch die Küche wischt, wäre es an der Zeit, das Guinness oder den Whisky stehen zu lassen und zu Bett zu gehen. Gute Nacht, meine Freunde. Thank you.